Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vampire Survivors. So. Und wir sind jetzt mit Bill dran. Receives a bonus to project high speed. And to might when defeating many enemies can find special pickups. Okay. Laboratory? Okay. Nee, das ist nicht das, was ich. Neo Galuga ist das, was ich machen muss. Natürlich starten wir mit Awake. Okay. Ich rüber mal direkt. Space Ring. Ich reroll. Ich reroll nochmal. Ventus Sacro ist zwar ganz gut, aber ich fange mal lieber mit dem. Na komm, ja. Duplicator Ring. Den finde ich doch mal nicht so schlecht da jetzt. Warte mal. Der. Ich dachte, der nimmt gar keinen Pickup-Slot ein. Oh Mann. Das ist jetzt natürlich dämlich. Sehr schön. Damit habe ich die dort schon mal voll. Okay, hier unten ist definitiv was. Da ist auch was. Ich bin etwas verwirrt, weil ich war eigentlich mir ziemlich sicher, dass der halt keinen Slot wegnimmt. Und zumal jetzt hat er irgendwie zwei Slots da schon. Der andere. Okay, Greed brauche ich eigentlich noch. Deshalb gehe ich mal nicht mit Cooldown. Deswegen, wir wollen ja möglichst schnell den Spaß fusionieren können. Ich brauche noch Greed. Eigentlich. Ich bräuchte eigentlich noch Toronas Box. Tiragisu würde ich eigentlich auch noch benötigen. Einmal Reroll. Ich bende schon mal die Bracer.
Yep. Okay. Long Gun. Jo. So, damit, da oben wäre schon mal ein Pickup, sehr gut. Dann sollte ich den da mal nehmen. Ich sollte ja hier, denke ich, gut was an. Okay, die Long Gun habe ich damit ganz gut aufgelevelt, aber das ist nicht so das gewesen, was ich eigentlich haben wollte, wenn ich ehrlich bin. Das ist auch nicht das, was ich haben möchte. Warte mal, kann ich denn... Open Grimoire einmal schauen. Also die Knarre, die ich habe, die ist noch gar nicht dabei. Okay, ich brauche noch einmal Ventus Sacro auf jeden Fall. Okay, einmal du. Sehr schön. Einmal dich dann, damit bist du voll. Okay, ja, dann muss ich noch weiter. Das Not Occupy. Das Not Occupy Weapon Slot. Oh Mann, ey, das.
blockiert mir aber die anderen Slots. Ey, hätte ich das gewusst. Open Grimoire. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist die Ragisu nehmen. Also das wird jetzt kein guter Lauf für mich werden. Da bin ich mir leider relativ sicher. Okay, dort komme ich nicht weiter. Komm ich. Nochmal die Whip hoch. Könnte auch schlimmer sein. Whip in dem Falle. Okay, yep. In dem Falle definitiv ein Sasako einmal nehmen. So. Ja, Duplicator Ring mal. Okay, das ist schon mal sehr gut. Da hätte ich mir ein bisschen mehr noch auf. Okay, anscheinend ist er noch nicht in der im Evolve-Bereich, weil in dem Fall müsste ja auf jeden Fall was evolven bei mir eigentlich. Mir ist gerade wieder was eingefallen, worum ich mich kümmern muss. Okay, ich habe einen Bomber bekommen. Überflogen Kites for two drones. Also ich sollte nochmal zurücklaufen und den hier sammeln, weil mir ist eingefallen, dass ich dann. Oh, warte mal, der. Der Slot ist wieder frei.
gehe mal jetzt mit Rip, damit die noch Möglichkeit auch gleich. Aber der Slot ist wieder frei, das ist. Dann sollte ich ja jetzt mal schauen, dass ich mit Crown gehe oder mit kommt hier, gehst du damit der auch. Und hier gehst du ist in dem Falle halt, damit der nicht für andere den Slot wegnimmt. Deshalb habe ich jetzt hier Jesu genommen. Crown, yo. Na shit. Okay, ich wollte gerade sagen, sag mir nicht, dass ich damit jetzt sehe. Aber nein, das ist noch dort. Das möchte ich mir auch in diesem Run definitiv noch einsammeln. Gehe ich mit Empty Tomb. Okay. Denken wir mal nach. Ich habe noch... Ja, ich brauche noch Toronas Box. Brauche ich noch. Ja, ich gehe mit Empty Tomb. Ich kann die anderen Dinger dann noch sammeln. Auf jeden Fall möchte ich eigentlich ganz gerne noch Toronas Box haben. Also mein Clear ist schon mal relativ vernünftig, den wollte ich nicht nehmen. Shit. Mhm, rupp schon mal. Okay, in dem Falle gehe ich mit Crown. Auch wenn ich tatsächlich ganz gerne mal langsam Toronas Box hätte. Aber Crown sorgt schon mal dafür, dass ich mehr Erfahrungspunkte bekomme. Problem ist, ich kann nicht mehr so häufig rerollen für mein... weil ich die Rerolls noch brauche. Ventus Sacro. Crown in dem Falle. Hm.
Sehr gut, damit dürfte ich mir neue Waffen holen können. Zwei Slots habe ich gerade frei. Na komm, ich gehe mal mit Ebony Wings. Okay. Jo, damit habe ich die schon mal beide. Komm, gib mir. Ich würde eigentlich ganz gerne Toronas Fox haben. Oh, den muss ich jetzt skippen, ey. Ich weiß halt auch nicht, ob Toronas Box in den Dingern drin ist. Okay, evolved und ganz großer Spaß offenbar jetzt dabei. Aber das ist ja mal richtig großer Spaß jetzt. Und hauptsächlich die Items gelevelt. Ist jetzt aber nicht so schlimm für mich. Mit Ebony Wings gehe ich da dann jetzt. Okay, skip einmal noch. Und ich begebe mich dann mal jetzt hier auf den Rückweg dahin. Einfach in der Hoffnung, dass ich dort dann auch Throne of Fox drin auswählen kann. Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht vielleicht hier Wings nehmen sollte. Am nächsten Level up. Komm ey, ich brauch doch eigentlich hier. Irgendwie kriege ich ja gerade nicht so die EP, die ich am liebsten haben würde. Einmal. Skip. Okay.
letztes Level ab und dann... Und dann werde ich einfach mit dem arbeiten, was ich bekomme. Entweder ich bekomme jetzt Tyrannus Box oder... Ich suche mir halt was anderes da aus und gehe dann... Oder auch nicht. In dem Falle wähle ich mal lieber nichts davon aus. Damit ist mein Plan auch wieder ein bisschen verzögert. Sehr schön. Ah, nicht gut. Also ich krieg jetzt zumindest hier ganz ordentlich Erfahrungspunkte. Mache ich dann das? Ah ne, das ist eine Waffe. Ey, das ist doch nicht wahr. Das war echt nicht wahr gerade. Also ein bisschen verarscht fühle ich mich hier gerade schon. Okay. Kann ich ja auch bitte mal... Ich krieg hier gerade nur noch Waffen. Okay, dann gehe ich mit den Scalomaniac jetzt einfach mal. Ich kriege ja tatsächlich Corona Fox, na toll. Ist denn hier wirklich... Ich weiß jetzt nicht... Eigentlich müsst ihr das schon längst... Kiste gespawnt sein oder irre ich mich gerade? So, du müsstest jetzt eigentlich ja auch der Vendalier sein.
So, Toronto's Box hat jetzt nämlich den folgenden Sinn, dass ich dadurch mehr Erfahrung kriege, weil da mehr spawnt einfach. Oh, Gemini. Ich hätte ganz gerne irgendwas, wo ich nochmal okay, da unten habe ich schon mal die Truhe, die brauche ich gleich. So, dann muss ich Gas geben, dass ich hier möglichst schnell jetzt den schon mal voll. So, komm. Oh, hier sind jetzt zwei Truhen. Dann öffne ich mal die erste. Sehr gut. Damit sind die nämlich zusammen. Und ich kann mir die letzte Waffe holen. Und danach dann dieses Schwert da einsammeln. Ich reroll jetzt einfach mal. Ah, fuck.
Also, den letzten Reroll. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt noch... Das ist jetzt echt bescheiden. So, komm, kann ich mal hier bitte... So, danke. Jetzt habe ich nämlich den. So, und das sorgt jetzt dafür, dass ich auch nochmal wieder ein bisschen mehr Kohle bekomme. EP bekomme. Gut, dann... Dann sollte ich mal schauen, dass ich hier den Weg außenrum wieder gehe. Mal den Vandalier noch mal voll machen. Da muss ich hin, aber... Komm, ich möchte noch einmal hier bitte... Oh, fuck it, das... Der evolved nicht damit. Shit. Fuck, sorry. Ich glaube, das könnte eng werden mit dahin kommen. Gucken können wir.
Da ist das Ding noch nicht eingetragen. Na toll. Okay, da bin ich jetzt halt dran vorbeigelatscht, aber egal, ich muss. Alter. Nimm mal die Rings. Okay. Habe ich wohl nicht geschafft. Das Schwert habe ich leider auch nicht evolved bekommen. Obwohl, warte mal, vielleicht kriege ich ja noch hin hier. Ach, schade. Kann er nicht irgendwie mal gefreezt sein? Ich möchte schauen, ob ich. Ach, fuck it, ey, schon wieder toll. Also kann ich nicht da. Nee. Ich glaube nicht, dass ich da noch hinkomme, nein. Schade. Ehrlich, ich habe gehofft, dass ich da noch hinkomme, um zu schauen, ob das Ding mit Wings evolved. Aber offenbar leider nicht. Okay. Grenades. Okay, da habe ich noch nicht so viel. Evolved Diver Mines. Also Diver Mines dürfte das hier sein wahrscheinlich. Oder ist das hier? Auf jeden Fall haben wir den Probotector schon mal freigeschaltet. Der hat auch die Waffe. Wir haben Stanley freigeschaltet.
Und wir haben Lens freigeschaltet. Receive a bonus to projectile speed. Add to cooldown max. When defeating many enemies can find special pickups. Okay. Das nächste Mal geht's dann wahrscheinlich mit Lens weiter. Mal sehen, ob ich dann herausfinde, womit sich die beiden hier evolven. Oder einer von den beiden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.